Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video anschauen, wie man Threads selbst erzeugen kann bzw. die Threads des Threadpools einsetzt. Und dazu gehen wir kurz von der Oberflächenprogrammierung weg und erstellen uns ein neues Projekt, in dem wir hier eine Konsolenapplikation einsetzen. Und das nenne ich einfach Threading-Beispiel, wenn wir das haben. Gehen wir jetzt einfach mal die grundsätzliche API durch, die wir eben für Threads einsetzen können. Und der Punkt ist eben hier, dass wir natürlich, wenn wir unsere Main-Funktion starten, dann können wir auch auf den aktuellen Thread, auf dem wir laufen, natürlich zugreifen, und das geht über die statische Eigenschaft thread.currentThread, und diese Thread-Klasse ist eben der Grundbaustein für uns auf Zugriffe auf Threads und neue Threads erzeugen und so weiter, und auf den jetzigen zugreifen findet man im Namespace System Threading. Was wir dann machen können, ist natürlich, dass wir hier mal was ausgeben. Und das geht eben beispielsweise, indem wir jetzt aktueller Thread und die Manage Thread ID ausgeben. Damit haben wir sozusagen die ID des aktuellen Threads. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir mal einen neuen Thread ausgeben. Diese Klasse Thread, die wir jetzt auch hier gleich einsetzen und einfach mit dem Konstruktor zu einem Objekt initialisieren, die hat wiederum mehrere Überladungen. Das sind jeweils eben Delegates, die wir hier übergeben. Also Parameterized ThreadStart und ThreadStart sind jeweils Delegates, die übergeben werden können. Zusätzlich kann man dann auch noch angeben, wie groß denn der Stack auf jedem Thread ist. Wir haben ja schon bei der CLR, als wir deren Funktionalität genauer angeschaut haben, gesehen, dass jeder Thread seinen eigenen Stack hat, und über diesen Integerwert hier können wir eben die maximale Stack Size mit angeben. Macht man aber üblicherweise nicht. Was wir dennoch machen können, ist, dass wir einige Eigenschaften haben für Threads, die wir hier direkt setzen können. Moment, jetzt habe ich natürlich was vergessen. Wir müssen natürlich diesem Thread eine Methode übergeben, die er dann aufrufen soll. Oder ein Delegate, besser gesagt. Und diese Methode erstellen wir uns hier einfach direkt mal. So. Und ich werde noch eine Sache machen. Oder zwei eigentlich, besser gesagt. Ich werde diesen Thread als Background Thread deklarieren, und ihm gebe ich auch noch einen Namen, damit wir ihn dann im Thread Debug Fenster leichter sehen können. So, in dieser Schleife gebe ich jetzt einfach bloß eine Zeit lang was aus. Ich fange hier eben bei 0 an und mache 100 Durchläufe und mache hier dann eben ein Console Write Line. Und gebe hier die Manage Thread ID mit aus, damit wir dann tatsächlich auch sehen, dass hier ein Unterschied ist. Und was man ebenfalls noch machen kann, ist, dass man einen Thread schlafen legt. Was heißt das? Der Thread ist dann inaktiv und kann keinem CPU-Kern zur Ausführung zugewiesen werden, eben mindestens diese 400 Millisekunden lang. Erst nach dieser Zeitspanne wird vom Betriebssystem der Thread wieder aktiviert, und dann kann er eben eingereiht werden, um auf einen Kern wiederum ausgeführt zu werden. Weitere Details dazu werden Sie noch in der Vorlesung Betriebssysteme bekommen. Da steigen Sie noch viel, viel tiefer ins Threading ein, als wie wir das hier in Programmieren 2 machen. Also, was macht letztendlich dieser Thread?
Der gibt was auf der Konsole aus und schläft dann 400 Millisekunden. Und das macht er eben 100 Mal. So, sobald wir diesen neuen Thread haben, können wir ihn eben starten. Und dann werde ich hier auf dem Thread, auf den ich den anderen Thread habe starten lassen, diesen eben blockieren mit einem Readline. Dieser Aufruf ist für unseren Main-Thread blockierend. Oder was heißt Main-Thread? Der Thread, auf dem Main läuft. Und erst wenn der User sozusagen Enter drückt, geht es auf dem Main-Thread weiter. Aber wir schauen jetzt einfach mal direkt, was denn jetzt hier genau passiert. Ja, wenn wir das richtige Startup-Project wählen. Und nächster Versuch. Okay, wir sehen jetzt eben hier, dass wir auf Thread 9 gestartet sind. Und wir laufen jetzt aber auf Thread 10 weiter, wie wir sehen. Also wir sind nicht mehr auf dem gleichen, auf dem wir vorher waren. Und wenn ich jetzt eben Enter drücke, dann beendet sich unsere komplette Applikation. Also der Punkt ist wirklich, es ist wirklich sehr einfach, Funktionalität auch von einem Thread auf den anderen auszulagern, wenn diese erstmal grundsätzlich voneinander unabhängig ist. Ich gebe hier einfach die Methode an, die auf dem neuen Thread gestartet werden soll. Und wir können dann hier eben auch nochmal kurz, vielleicht machen wir hier bloß mal 20 Durchläufe. Wir machen hier zwei Readline und wir können dann tatsächlich auch mal den isAlive mit ausgeben. Wenn wir das hier dann gemacht haben, wir sehen jetzt eben hier die Threading, die oder die Threads, die uns zugewiesen werden, sind auch nicht deterministisch. Wir haben hier jetzt tatsächlich eben diese komplette Methode auslaufen lassen, diese 20 Iterationen. Es passiert nichts mehr, ne, von 0 bis 19. Wenn ich jetzt Enter drücke, dann sehen wir auch, dieser Thread, den wir da neu eingerichtet haben, der existiert nicht mehr. Bei ihm ist eben die Thread oder diese isAlive-Property false. Und das sagt eben, dass der Thread, nachdem er die Methode hier ausgeführt hat, ist er beendet worden und existiert nicht mehr. Und das ist auch das Standardmäßige, was eben bei Threads oder wie ein Thread funktioniert. Wenn die Methode, die auf ihm ausgeführt wird, die unterste im Stack, beendet ist, dann stirbt auch der Thread. Das ist eben ein Punkt, den man wissen muss. Und genau das wollte ich hier nochmal demonstrieren. Das nächste, was ich demonstrieren möchte, ist, ich gehe mal wieder hier auf 100 hoch und nehme diese zusätzlichen Ausgaben weg, ist der Unterschied zwischen Background-Threads und Nicht-Background-Threads. Wenn ich ihn jetzt hier eben laufen lasse und er läuft munter vor sich hin, ich drücke aber jetzt schon Enter, dann sehen wir, unsere Applikation läuft trotzdem weiter. Der Punkt ist eben, dass Threads sich von Background-Threads überhaupt nicht unterscheiden. Aber ein Prozess gilt erst dann als beendet, wenn alle Vordergrund-Threads, also ein Vordergrund-Thread ist das Gegenteil zu einem Background-Thread, wenn alle beendet sind. Und da wir eben diesen neuen Thread nicht als Background bezeichnet haben, läuft unser Programm so lange weiter, bis tatsächlich auch dieser Thread beendet ist, weil er eben ein Vordergrund-Thread ist. Das ist üblicherweise nicht das, was man möchte. Also, wenn wir als Entwickler etwas auf einen Thread auslagern, damit es nicht auf dem bestehenden, auf dem wir gerade unseren Code ausführen, eben ausgeführt wird, dann wollen wir üblicherweise, dass es ein Background-Thread ist. Nehmen wir mal wirklich an, wir haben hier unsere Applikation und der Nutzer drückt dann irgendwann mal beenden und tatsächlich beendet dieser Prozess aber gar nicht, weil noch ein Vordergrund-Thread läuft und was weiß ich, noch eine Berechnung macht, die 20 Minuten dauert. Das ist üblicherweise nicht das, was man möchte. Genau deswegen
ist es eigentlich in den allermeisten Fällen so, dass man eben neue Threads mit isBackground kennzeichnet, damit diese eben besser eingesetzt werden können. Und ich werde jetzt auch nochmal diese Applikation, die richtige bitte, hier laufen lassen. Da. Und wir werden jetzt mal alle Threads unterbrechen. Das machen wir wieder, wie gesagt, mit diesem Button hier oben. Und wir können jetzt tatsächlich auch noch im Debug-Fenster unter Threads hier eben erkennen, was wir alle an Threads haben. Und wir schauen jetzt mal hier rein. Eben mit Steuerung 1. Das ist wie gesagt unser Main-Thread, den wir schon kennen. Das hier unten ist jetzt unser neuer Thread, den wir haben mit Main-Thread. Und da wird eben auch unsere Gibbon-Schleife aus Methode ausgeführt. Hier oben sind wir eben noch in der Main-Funktion und warten auf den Console-Readline-Return. Also wenn wir hier mal aufklappen, sollten wir eigentlich in Console-Readline drin sein. Ja, und dann sieht man hier auch mal. Moment, wenn ich hier etwas näher ranzoome, dass wir hier eben sogar, wenn wir einen Console-Readline machen, auf die native Ebene zurückgehen. Wir haben hier eine Manage-to-Native-Transition, das heißt, wir rufen direkt Funktionalität von Windows aus. Nehme ich mal an, dass es hier in dieser Methode Console-Readline gemacht wird. Und genau, also. Ein Readline-Aufruf ist sogar eine Transition von Managed zu nativen Code. Okay. Dann können wir unsere Sache natürlich wieder weiterlaufen lassen. Und wir sehen dann hier, dass trotzdem auf Thread 10 eben die Sachen weitergelaufen lassen werden. Wenn ich hier aber mit der Main-Funktion am Ende bin, sorgt dieses Background dafür, dass das, was hier gerade noch läuft, abgebrochen wird. Der Punkt ist, neue Threads, schön und gut. Es ist aber nicht das Ultimative, was wir hier haben. Es gibt nämlich einen sogenannten Thread Pool. Der wird automatisch von der CLR erzeugt und in diesem werden einige Threads, die Hintergrundthreads sind, eben vorgehalten. Und wir können unseren Code einfach auf diese auslagern und dann wird sogar nicht mal ein neuer Thread erzeugt. Der Vorteil am Thread Pool ist, dass der etwas intelligenter ist. Das heißt, wenn viele Anfragen an den Thread Pool kommen, dass neue Elemente eben erstellt werden sollen oder Funktionen auf Hintergrundthreads ausgeführt werden sollen, dann wächst dieser automatisch mit, je nachdem wie viele Anfragen kommen, oder er beendet auch wieder existierende Threads. Aber er hält sozusagen nach einem relativ schlauen Algorithmus eine relativ optimale Anzahl an Hintergrundthreads vor, die wir eben in unserer Applikation einsetzen. Und es ist eigentlich aus Programmiersicht sehr, sehr, sehr viel schlauer, diese Hintergrundthreads einzusetzen, wenn wir sie direkt nutzen wollen. Ja, und es gibt eben die Möglichkeit, also auf den Threadpool zugreifen ist leider so über die Thread-Klasse direkt nicht möglich. Was wir aber machen können, wäre eben direkt die Klasse Threadpool einzusetzen. Da gibt es eine Methode QUserWorkItem. Jetzt haben wir das eben. Und wir können hier eben auch wiederum einen Delegate übergeben von der Funktion, die ausgeführt werden soll. Das ist aber noch eine ziemlich alte API und auch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Was man eigentlich verwendet, ist die Task-API. Und diese Task-API ist sehr ähnlich wie die Thread-API. Wir erstellen hier einfach einen neuen Task. Ich ändere vielleicht auch mal den Variablennamen jetzt. Und dann rufen wir auf den einfach Start auf. Und der Punkt ist jetzt eben, dass wenn wir einen Task starten, wird automatisch eben ein Thread Pool oder ein Thread aus dem Thread Pool eingesetzt und diese Methode dann eben auf so einen Hintergrundthread ausgeführt. Das heißt, wenn wir das hier jetzt wiederum durchführen, dann sind wir eben hier auf Thread 11 und geben beständig diese Sachen aus. Wenn wir jetzt mal einen Break machen und wieder in das Thread-Fenster gucken. Moment, Windows
Threads. Dann sehen wir eben hier, dass wir jetzt hier, Entschuldigung, das war jetzt ein Fehler, das wollte ich nicht. So, wir sind eben jetzt hier auf dem Main Thread wie gewohnt und aber jetzt in einen Worker Thread auf dem Thread Pool in unserer Methode gib in Schleife aus. Genau. Und dieser Worker-Thread wird eben aus dem Thread-Pool genommen. Ist ein bisschen vorteilhaft, weil wir ein bisschen Performance natürlich dadurch rausholen. Und weil der Thread sozusagen schon existiert und bloß die entsprechende Delegates in seine Ausführung eingereiht wird. Und ein Thread-Pool-Thread stirbt auch nicht unbedingt, wenn dann die Methode, die wir ihm zur Ausführung gegeben hat, am Ende ist. Also wir haben ja vorhin gesehen, das war der Thread mit der ID 11 und hier könnten wir dann eben mal schauen, ob dieser Thread sollte eigentlich, nachdem er jetzt hier beendet ist, mit dieser Methode noch existieren. Das heißt, wenn wir hier jetzt nochmal anschauen und über Debug, Windows, Threads hier drauf zugreifen, dann sehen wir, dass dieser Worker-Thread hier mit der ID 11 immer noch existiert. Und wenn wir vorhin eben unseren selbst erstellten Thread gesucht hätten, nachdem die Funktion beendet ist, wäre dieser schon beendet gewesen. Meine Empfehlung ist eben, diese Task-API zu benutzen, wenn Funktionalität ausgelagert werden soll. Die Thread-Klasse braucht man eben trotzdem, um vielleicht mal auf den aktuellen Thread zuzugreifen. Oder am häufigsten ist eigentlich Thread.sleep angesagt, wenn eben der Thread, auf dem wir uns gerade ausführen oder auf dem wir uns gerade bewegen, deaktiviert werden soll für eine gewisse Zeitspanne, dann nutzt man Thread.sleep. Das sind so die wichtigsten Funktionen dieser Klasse. Diese Klasse hat natürlich noch viel mehr, wie wir hier sehen, aber ich werde jetzt nicht auf all diese Elemente, die hier möglich sind, eingehen. Ja, damit sind wir am Ende von diesem Video. Wir merken uns, wir benutzen hauptsächlich Task, um auf Hintergrund-Threads auszulagern. Diese Task-Klasse hat auch noch viele andere Vorteile, die wir in den kommenden Videos auch noch lernen werden. Im nächsten Video schauen wir uns eben mal an, wie eben ein User-Interface-Thread tatsächlich einfriert, weil wir zu lange Funktionen auf ihm ausführen und wie wir das eben durch Auslagern auf den Hintergrund-Thread beheben können. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Bis bald!